Hallo, meine Lieben, ich grüße euch alle wieder ganz herzlich. Ich bin's wieder, eure Kartenlegerin Simone. Ja, meine Lieben, es ist so schön, dass ihr wieder alle mit da seid und ja, dass ihr wieder den Weg zu mir gefunden habt. Und wenn du jetzt neu bist auf meinem Kanal, ich begrüße dich ganz herzlich, sende dir ein Herzchen. Jup, so kann man sehen. Und ja, wir wollen heute kräftig die Karten legen für dein Gegenüber und dich. Und natürlich schauen, wie alles weitergeht, was euer Schätzchen so denkt und fühlt und ja, was da so los ist. Und ich erzähle euch etwas über das Mondritual, was jetzt am Sonntag, also morgen, stattfindet. Ja, und ich hoffe, wie gesagt, es geht euch und euren Liebsten gut. Ich habe es hier heute schön bunt und lustig gestaltet. Ich dachte, es kann gar nicht schön bunt und lustig genug sein, ja, in manchen schwierigen Phasen. Und ja, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr alle, wie gesagt, da seid und dass wir hier Qualitätszeit miteinander verbringen können. Was wir auch noch tun werden, ist natürlich wieder eine wunderbare Karte. Also wir legen erstmal hier schön die Karten. Ich schütze erstmal unseren heiligen Raum mit dem Chime. Das ist schon eine leichte Energieübertragung. Und dann legen wir die Karten und dann am Ende ziehe ich eine Karte von Heike Bender und lese die Botschaft vor mit Untermalung eines wundervollen Klangspiels und am Ende spiele ich Hengram. Man sieht sie, Moment, ich muss mal kurz ein Bild gucken, wo man sie sieht. Dahinter. Genau, und da spiele ich dann Hengram für euch. Und ja, freue mich, für euch da zu sein, meine Lieben. Und dann beginnen wir am besten gleich mit dem Mondritual, was nämlich morgen stattfindet. Und das ist ja der Vollmond im Schützen. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt auf Instagram und Facebook, dass ich eine neue Kategorie habe, und zwar den Wetterbericht des Himmels, also den Himmelswetterbericht und die astrologische Lage gerade. Und ja, da lade ich dich oder euch alle ganz herzlich ein, den Postings zu folgen, beziehungsweise euch das durchzulesen. Das ist sehr spannend und interessant. Ich habe da wirklich die ganzen Planeten in ihren derzeitigen Stellungen beleuchtet. Und ja, das ist ganz gut geworden, wie ich finde. Und ich freue mich, dass das auch so viel Anklang bei euch findet. Und da könnt ihr euch auch mal ganz viel durchlesen, wie so die Woche, also wie die Energien so fließen, ne? Ja, und der Vollmond ist im Schützen. Und es ist wieder wirklich geballt zu spüren, ne? Also wie ihr auch teilweise, ich spüre das immer schon Tage vorher. Dann bei den Mondritualen ist es auch intensiv, aber es ist tatsächlich auch schon vorher extrem, was da passiert. Also jetzt habe ich es auch die ganzen 2 Wochen nach dem Neumond bis hin jetzt morgen zum Vollmond, also die ganze Zeit war es deutlich zu spüren, was sich ändert, was alles wächst, was sich verändert eben und auch aufklärt, was losgelassen werden darf. Und der Schütze ist natürlich, das ist ein Feuerzeichen. Und es geht natürlich immer auch weiter um die Transformation und die fünfte Dimension, also es geht um den Übergang in die fünfte Dimension. Aber der Schütze ist ja generell, wie ich es geschrieben habe, sehr abenteuerlustig. Und es geht einfach darum, sich zu finden und auch mal seine Komfortzone zu verlassen, neue Dinge zu probieren und einfach wieder auch die Freude in dein Leben einzuladen. Na? Wir sind so schnell in dieser Zeit und alles muss immer zack, zack, zack gehen. Wir haben kaum Zeit zum Durchatmen. Hast du mal 5 Minuten, fühlst du dich schon schlecht, so ungefähr, weil du nicht produktiv genug warst oder und so weiter und so fort. Und da lädt uns auch der Schütze ein, obwohl er ein Feuerelement ist, was immer eben auf die 12, ne? Also so geht, aber und wirklich diese magische Fähigkeit hat, eben das Leben zu genießen. Heißt es auch manchmal ein Schrittchen zurückzugehen und auch mal zu beobachten und ja, auch Zeit für dich selbst dir zu nehmen. Ne? Das ist ganz wichtig. Und natürlich ist es auch wichtig, mal, wie gesagt, über die Grenzen zu gehen, also positiv, nicht negativ natürlich. Ne? Man kann ja auch positiv über seine Grenzen gehen, Grenzerfahrungen machen und dann spüren einfach, ja, zu was du fähig bist. Und da lädt dich
der Vollmond im Schützen eben auch zu ein. Wie gesagt, und ganz stark wird das gerade über die Träume verarbeitet oder bearbeitet. Also das ist wirklich unfassbar. Und da schreiben auch ganz viele von euch, schreiben mir das auch immer, dass das wirklich, und meine Träume auch, also die sind so klar und so manchmal auch ein bisschen durcheinander, ja, und aber es ist ganz viel zu spüren, dass da ganz viel passiert in allen, ja, und zwar ganz viel an Verarbeitung und Angstlösung und Loslassen und so weiter, ne? Aber das Thema Angst ist wirklich eins der essentiellsten der Menschheit, so wie ich das jetzt wahrnehme. Also um es zu verarbeiten gerade, ne? Und loszulassen, wirklich aus dem Zweifel rauszugehen, in die Selbstliebe, in die Fülle, in die Dankbarkeit, in die fünfte Dimension. So, ne, meine Lieben, und das ist wirklich nicht ohne und nicht leicht. Und bevor sich jetzt meine Stimme schon wieder ganz verabschiedet, ihr hört es, trinken wir ein Schlückchen zusammen. Ich habe heute mal Fencheltee, heute mal keinen Kaffee für unser Video. Ich habe aber auch schon Kaffee getrunken. Und ich sage Prost, meine Lieben, ja. Ich stoße an, Prösterchen. Fencheltee ist bei der Transformation auch recht hilfreich. Das ist ganz schön. Und das ist ja auch witzigerweise die Ankündigung gewesen für das Video, ne? Da bin ich gespannt, was jetzt hier auf dem Tisch landet, wollte ich sagen. Denn es geht wirklich ganz viel um Transformation, gerade auch um Rückzug, um Akklimatisierung, also dass du dich selbst findest und auch dein Gegenüber natürlich. Du weißt, alles, was du in dir verarbeitest oder bearbeitest oder siehst, wahrnimmst, spürst, findet auch in deinem Gegenüber statt und gerade auch in deinem, also Herzensmenschen. Und ja, da bin ich gespannt, was jetzt hier sein darf, aber die große Liebe war auch Thema und dem ist auch so, meine Lieben. Ich spüre das jetzt schon ganz deutlich und bin sehr gespannt, wie die Karten liegen werden gleich. Und ja, was erzählt mir doch mal, ich brauche noch mal ein Schlückchen, erzählt mir doch mal, was ihr gerade trinkt. Vielleicht trinkt ja auch einer oder eine einen schönen, leckeren Prosecco. Oder ein Schlückchen Wein oder Kaffee oder Tee. Meine Lieben, erzählt es mir mal. Und was ihr so gerade schnabuliert, vielleicht ein Stück Kuchen. Ach, da kriege ich ja schon wieder Hunger. Sagt es mir lieber nicht. Ja, genau. Ich würde sagen, ich stelle euch ganz schnell die Karten vor. Ach so, nee, Moment. Wenn ihr euch eintragen wollt für das Vollmondritual, entschuldigt da, ich bin gerade heute ein bisschen... mal sehen, wie lange das Video auch wird, weil ich habe noch sehr viel vorzubereiten für das Mondritual. Und genau. Tragt euch ein und zwar entweder unter das Video, da könnt ihr einfach euch und eure Liebsten mit eintragen, müsst nicht Namen nennen, könnt einfach sagen, meine Kinder oder Familie, Eltern, die Ahnenreihe könnt ihr mitnehmen, die ganze Welt, das Universum, die Tierwelt, die Pflanzenwelt, alles, ne, könnt ihr mit reinnehmen. Je mehr, umso besser, umso mehr fließt, umso mehr Energie fließt, umso schöner, umso mehr Liebe, ja, Liebe. Und genau, da könnt ihr euch eintragen oder eben auf meine wunderschöne Webseite www.kartenlegerinsimone.de. Per Instagram und Facebook bin ich auch erreichbar. Auf Facebook heiße ich Simone, deine Kartenlegerin, Lebensberatung und Chakrenausgleich. Yippie, ich habe es richtig in der richtigen Reihenfolge gesagt. Auf Instagram bin ich Kartenlegerin-Simone und meine E-Mail-Adresse lautet deinekartenlegerin@ymail.com und ich blende euch das jetzt da nochmal ein. So. Ihr müsstet es sehen und jetzt würde ich sagen, stelle ich euch die Karten vor, beziehungsweise, genau, ja, genau, die Karten stelle ich euch vor. So, wir arbeiten wieder mit dem Emotion Oracle von Vipadia, Jennifer Ackermann, da steht alles drauf. Ich habe auch alles unter dem Video da in der Beschreibung alles genau aufgeschrieben, ne, damit ihr wisst, wo ihr das auch erwerben könnt. So, dann von der wunderbaren Maria Bergmann, Reflexionskarten Version 1 und Lenormand Karten Human Dreams. Das ist ihre Homepage. Sie ist auch auf Etsy zu finden und da könnt ihr auch die wunderbaren Karten kaufen. Die hat sie selber gestaltet. So. Dann dein Seelenwesen-Orakel, Eva Katharina Junge. Sie ist auch die Illustratorin. Erschienen ist das Ganze im Windpferd Verlag. Ich muss immer mal ein bisschen gucken in der Kamera, ob ihr das überhaupt sehen könnt.
Sandra Fehrenberg, Seelenimpuls, Karten, Dual, Seelenliebe, Healing, Weckruf deiner Seele. Ja, ach, da sieht man es so. Genau. Das Tarot der neuen Zeit von Linda Giese im Akasha Verlag erschienen. Das ist Lindas Homepage und die von Akasha. Upsala, das war Doings. Dann Heike Benders, wundervolle selbstgestaltete Kunstwerke, also Karten, Göttinnen, Lichtbotschaften. Genau, und last but not least, das Breitenstein-Tarot. Momentchen. Das Breitenstein-Tarot von Nadine Breitenstein. Da blende ich euch jetzt auch nochmal die Verpackung ein. So, jetzt räume ich alles wieder weg. Und dann legen wir los, meine Lieben, wa? So. Jetzt schütze ich gleich unseren heiligen Raum, meine Lieben. Ihr könnt euch schon entspannen und in die Meditation ein bisschen gehen. Euch fühlen und gerne tief atmen. Und wir atmen jetzt gleich dreimal miteinander. Liebe ein und Kummer wieder aus. Okay. Wir atmen Liebe ein und Kummer wieder aus. Liebe ein und den ganzen Kummer wieder aus. Und Liebe ein und Kummer aus. Die Liebe fließt euch zu, meine Lieben, das spüre ich sehr, und schützt euren heiligen Raum in euch, den Raum um euch herum, und eure gesamte Umgebung. Und eure Aura weitet sich aus, erst über 2 Meter, dann 10, dann 100, bis über die ganze Welt. Bis hinaus ins Universum und trägt euch. Ihr seid beschützt und voller Kraft. So sei es. Im Namen Gottes, danke. Amen. So, meine Lieben, ich mische schon mal langsam die Karten. Ihr könnt ganz in der Entspannung noch bleiben, bei euch wieder ankommen, vielleicht auch die Augen wieder öffnen. Ich werde schon mal die Karten mischen und wie gesagt ein bisschen auslegen. Und ja, ich habe gespürt eben bei dem Chime, es ist sehr viel los. Sehr viel in euch und auch tatsächlich um euch herum. Deshalb weitete sich nochmal die Aura aus, damit ihr bestmöglich geschützt seid. Und ja, da ist wirklich einiges in Aufruhr, aber das muss gar nicht unbedingt immer negativ sein, sondern das kann auch sehr positiv sein, wenn halt viel passiert und viel Gutes und Schönes auch geschehen ist, ne? Ich spüre allerdings auch bei einigen sehr viel Traurigkeiten. Das habe ich auch während des Chimes wahrgenommen, dass da viel gerade in euch verarbeitet wird.
vielleicht, und das stand ja auch in der Ankündigung, und ich spüre das auch so ein bisschen, ist ja ein Rückzug bei deinem Gegenüber und dir gerade ein bisschen geschehen, ja? So dass ja, ihr natürlich auch traurig seid, ne? Das ist durchaus möglich und das nehme ich auch tatsächlich wahr. Und ja, möchte euch jetzt gleich nochmal meine energetische Unterstützung oder meine Kartenlegung ans Herz legen, um hier wirklich für euch da zu sein, denn die will auch irgendwie noch, die will dahin, okay, und die ist auch, die kommt nach unten, denn es gibt viele einsame Herzen, das sage ich wie gesagt immer wieder und ich werde nicht müde dessen, das immer wieder zu wiederholen, denn nur weil ich das einmal sage, heißt das nicht, dass alle einsamen Herzen sich bei mir melden oder das gehört haben oder sich trauen oder irgendwie, ja. Und selbst wenn du gar nicht so ganz einsam bist, aber wenn du dich bei mir melden magst, wenn du Unterstützung benötigst, energetisch oder auch einen Rat suchst, ja, wenn ich was für dich nachschauen darf mit meinen Karten, dann kann ich das tun, dann, aber du musst dich bei mir melden, ja. Und wenn du einsam bist und niemanden hast, der für dich da ist, der an deiner Seite ist oder der dich versteht, ja, das ist es ja auch wirklich. Vielleicht hast du Menschen um dich herum, aber du hast das Gefühl, es versteht dich einfach keiner oder alle sind genervt oder alle sagen immer dasselbe. Und von wegen mit deinem Herzensmenschen, lass es sein, das tut dir nicht gut oder das wird nichts oder du verrennst dich oder irgendwas. Ne, das kann ja möglich sein. Und wenn du aber spürst, nein, es ist anders, es ist einfach nur jetzt gerade eine schwere Zeit, aber du möchtest dein Gegenüber auch gerne irgendwie unterstützen energetisch, dann kannst du dich bei mir melden und ich unterstütze nur energetisch und wirklich nur. Wenn eine Verbindung zwischen euch beiden besteht, also eine Partnerrückführung oder Zusammenführung ist nur möglich, wenn eine Verbindung in Liebe zwischen euch ist, ja, bei euch vorhanden ist und das kann ich nachschauen. Und ich blende euch jetzt hier nochmal meine allgemeinen Infos nochmal ein und fummel ein bisschen am Bild rum. Moment. So. Und wie gesagt, melde dich bei mir, wenn ich da für dich da sein kann. Und ich arbeite, wie gesagt, nur im Einklang, immer im Einklang mit dem Universum und dem göttlichen Seelenplan. Und wie gesagt, nur, wenn da eine Verbindung besteht und ich hole mir auch immer das Einverständnis energetisch ab, ja, seiner Seele, ihrer Seele und so weiter. Also da ist alles, wie gesagt, im göttlichen Fluss. Ich glaube, jetzt könnt ihr es ganz gut sehen, ne? Ja, das sieht doch super aus. Also da ist, wie gesagt, alles im göttlichen Fluss und da könnt ihr von ausgehen, ne, dass da alles im Einklang mit der Seele passiert, geschieht. Und aber du musst dich, wie gesagt, dafür bei mir melden, ja? Und erzähle mir gerne etwas über deine Situation, deine Geschichte. Schreibe mir alles, was dir auf dem Herzen liegt und ich antworte dir. Ich arbeite alleine, das liest sonst niemand außer mir. Und ja, da bin ich gerne für dich da. Ja, traue dich, wenn du etwas auf dem Herzen hast, melde dich bei mir und ich bin gerne für dich da. So, meine Lieben, jetzt bin ich gespannt. Hier sind einige Karten auch schon ein bisschen geflogen, sozusagen. Und ich decke jetzt mal die beiden Basiskarten in der Mitte, also das Hauptthema, auf. Oder drehe die Karten um. Könnt ihr sie sehen? Ja. Ich muss immer ab und zu mal ein bisschen in der Kamera gucken, ob ihr auch was erkennen könnt. So, los geht's. Na, also, nein, wie schön. Ja, meine Lieben, guckt mal hier. Wieder die Sterne, das heißt, ihr seid Seelenpartner. Das ist schon mal ganz klar. Und es geschieht ganz viel. Vielleicht trefft ihr euch auch des Nachts oder später, also abends, am Abend, wenn es dunkel ist. Das kann auch möglich sein. Oder habt dann besonders viel oder regen Kontakt. Deutlich ist aber zu sehen, dass ihr, wie gesagt, eine sehr tiefe
seelische Verbindung habt miteinander, dass da Liebe fließt. Und so ein bisschen kann es sein, dass er noch sehr jung ist von seinen Energien. Und ja, ich muss da gerade mal überlegen. Ja, ein bisschen unreif kann er sein. Er ist vielleicht in manchen Themen noch nicht ganz erfahren, nicht ganz so erfahren, wie du es bist vielleicht. Ja, oder deswegen geht er halt auch öfter in den Rückzug, das kann sein. Und vielleicht ist er auch gerne, also auch kein Kind von Traurigkeit. Er flirtet gerne und macht gerne so, ja, ist, er fährt sich gerne über seinen Sakralbereich, ja. Also er braucht möglicherweise viel Anerkennung und viele, ja, wenn er jetzt ein Mann ist, weibliche Zufuhr sozusagen. So, und meine Liebe, genau, ich habe es noch gar nicht gesagt. Ich lege immer die Karten aus der Sicht einer Dame, die einen Herren liebt. Wenn du jetzt aber ein Herr bist, der zuhört, oder ein gleichgeschlechtliches Paar, ihr seid alle herzlich willkommen. Es geht um, hupsi, Liebe und nicht um Geschlechter, ne, meine Lieben. Ich spreche aber immer meistens aus der Sicht einer Dame, die einen Herren liebt. Und du bist hier immer auf der rechten Seite. Meine lieben ZuhörerInnen und ZuschauerInnen, ihr seid auf der rechten Seite und dein Gegenüber ist immer links, ne? So, genau, also dein Gegenüber ist, ja, naja, umtriebig will ich nicht sagen, aber vielleicht hat, ja, also er braucht auf jeden Fall Bestätigung von außen, sagen wir es mal so, egal, ob männlich oder weiblich, er sucht nach Bestätigung. Ja, ich brauche nochmal ein Schlückchen Tee, entschuldigt, mein Lieben. Aber irgendwas ist da auch, ich merke nämlich gerade, meine Konzentration fällt jetzt schon ein bisschen ab. Irgendetwas kann da bei ihm sein, ja, weswegen er auch müde ist, also erschöpft, ja, versteht ihr das? Ich spüre das immer ganz stark körperlich und das ist möglich. Jetzt schauen wir mal in den Kopfbereich, was da so sich abspielt. Da liegt er selber. Okay, nächste Karte, der Anker, der Beruf zum Beispiel auch, kann es sein. Und die Lilien, ja, die Sexualität, beziehungsweise die Harmonie in der Familie, aber vor allem auch die Balance zwischen männlicher und weiblicher Seite in deinem Gegenüber. Ja, und da sieht es aus, egal ob es jetzt eine Frau ist oder ein Mann, ist die männliche Seite im Ungleichgewicht. Und es kann auch sein, dass das bei dir auch so ist, weil jetzt schon hier oben das Sakralchakra gefallen ist und jetzt auch die Sexualität beziehungsweise die Kreativität, die sich das Thema sich ausleben zu dürfen, da kann dir auch der Vollmond im Schützen übrigens helfen, dass du dich auslebst und das hat was mit dir auch zu tun, das spüre ich jetzt schon. Denn wir hatten es in den letzten Legungen zum Glück nicht mehr so viel, aber davor kam immer das Thema Kindheit, sich erfahren, suchen, finden und eine emotionale Verletzung des Sakralchakras. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Und da war auch teilweise die Vaterenergie mit dran beteiligt und die Lilien sind leider auch, oder was heißt leider, sind die Vaterenergie. Und auch das taucht auf, ne? Die männliche Seite, das ist deine männliche Seite, aber auch die männliche Seite deines Gegenübers. Und darüber wird Stabilität gesucht. Also dein Gegenüber sucht Stabilität in der Männlichkeit. Und das passt jetzt auch zu dem, was ich hier eben sagte, dass dein Gegenüber, so dass er dann die Anerkennung eben sucht, im Außen, viel bei Frauen vielleicht, indem er flirtet oder vielleicht irgendwelche Nachrichten schreibt. Und er testet sich da so ein bisschen, seine Selbstwirksamkeit vielleicht, ne? Irgendwie sowas könnte das sein. Ein bisschen, das ist aber auch vor allem ein großes Ego, ja? Diese Austesterei ist immer auch Ego, weil da etwas noch nicht verstanden wurde in ihm, ja? Und da ist einiges im Argen. Was ich aber auch sehe, jetzt ganz unabhängig von dem Thema des Sakralchakras, ist, dass er sehr viel arbeitet. Vielleicht stürzt er sich in Arbeit, um zu vergessen, um nicht zu fühlen, um abgelenkt zu werden. Auch da ist eine Art Ablenkung,
des eigentlichen Themas. Die Situation, das eigentliche Thema ist eben auch die Spiritualität oder eure spirituelle Verbindung miteinander. Vielleicht habt ihr telepathischen Kontakt. Das kann sein. Das nehme ich hier irgendwie wahr. Und da bin ich gespannt, was jetzt weiter im Herzen liegt, weil ihr seid wirklich, ihr liebt euch sehr. Da fließt sehr viel Liebe. Die tiefen Gefühle, meine Lieben. Ja, ganz, ganz tiefe Gefühle sind da von ihm für dich und auch von deiner Seite zu deinem Gegenüber. Tiefe, tiefe Gefühle. Spiritualität, das ist ja wirklich, das ist wirklich schön. Und jetzt die letzte Karte hier im Herzen. Oh, und der Reiter, das heißt, eine Nachricht kommt auf dich zu. Wenn da also gerade Rückzug ist, bei deinem Gegenüber, kommt eine Nachricht. Das hatten wir letztes Mal auch, da lag sogar eine Einladung. Jetzt, das hatte er im Kopf, jetzt ist die, ist es in den Herzbereich gerutscht. Das heißt, da kommt jetzt wirklich eine Aktion von ihm. Und das relativ zügig auch. Und das ist auch wieder die männliche Energie, die auch die sexuelle Energie. Und da muss ganz viel in die Heilung gehen, weil das auch hier drüber liegt, ja. Die Lilien über dem Reiter, da muss ganz viel schnell in die Heilung gehen, was die männliche Energie betrifft und auch eben das Sakralchakra, was auch immer da vorgefallen ist in der Kindheit. Vielleicht auch eine Art von Ablehnung. Es muss ja nicht immer körperlich irgendwas sein, aber eine psychische Ablehnung oder Verletzung spüre ich da ganz deutlich. So, dann gucken wir mal die letzten drei Karten. Oh, ein Gespräch, vielleicht etwas unliebsames Gespräch, ein Streitgespräch eventuell. Oh, Lügen und Betrug, aber auch Ängste und, ach du nein, meine Lieben. Die Schlange ist gefallen, aber die Schlange kann in diesem Kontext auch Heilung bedeuten, wie gesagt, ne? Also, ein Gespräch über Ängste und auch seinen oder deinen Rückzug und ja, dein Gegenüber hat wahrscheinlich noch eine Partnerin, um die es auch in dem Gespräch sich drehen kann. Ne? Wenn du, also vielleicht suchst du nochmal das Gespräch. Ich habe aber das Gefühl, das kommt auch von deinem Gegenüber tatsächlich ein bisschen. Meine Lieben, ich weiß nicht, was mit meiner Stimme gerade los ist. Es tut mir sehr leid, ich krächze hier rum. Ich muss mal kurz nochmal einen Schluck trinken. Ich hoffe, es wird besser. Ich blende euch da nochmal meine Infos ein. Derweil. Halleluja, und es wird nicht besser. Uiuiui. Mimimi, ja, jetzt geht's wieder. Uiuiui. Ja, also da folgt ein Gespräch, meine Lieben. Er hat Angst, dich zu verlieren. Das ist ganz deutlich. Und die Schlange, die Schlangenenergie, die grätscht ganz schön rein. Die stört eure Harmonie immer noch sehr. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal als Thema auch. Oder vorletztes Mal. Da ist ganz viel, da wird ganz viel gestört von ihr, ne? Also von der Energie. Und ja, sie möchte natürlich nicht kampflos aufgeben, ne? Ist ja klar. Sie hat auch ihre Berechtigung in der Geschichte, in der Beziehung. Und aber dennoch ist die Zeit vorbei. Denn ich sehe deutlich, dass dein Partner hier, dein Gegenüber, der möchte weitergehen. Der möchte sich neu orientieren, möchte wachsen, möchte ja, sich neu erfinden und auch die Ängste ablegen und transformieren. Aber das kostet noch sehr viel an Energie und auch in sich ist er im Konflikt. Ja, das hat was mit der männlichen, der weiblichen Seite zu tun, weil er eben noch sehr stark auch im Ego immer wieder ist, ne? Das, da kämpft das Herz gegen Verstand. Vielleicht hat er sich auch gerade zurückgezogen, weil er Angst hat, dass du ihn nicht genug liebst, dass du ihn nicht schätzen wirst oder dass er dir nicht gut genug ist. Ja, das ist es. Meine Lieben, das ist es. Das spüre ich gerade ganz deutlich. Das ist bei ganz vielen von euch und eurem Gegenüber die Tatsache, eine Tatsache, dass dein Gegenüber Angst hat, dir nicht gut genug zu sein. Ja, das ist es.
Deswegen hat er sich vielleicht zurückgezogen, deswegen sucht er, hat er vielleicht erstmal nicht das Gespräch gesucht, kommt jetzt wieder mit Gesprächen auf dich zu und findet aber nicht richtig die, also die richtigen Worte. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Es kann sein, dass da wirklich dann eben Streit entsteht und da nicht die richtigen Worte fallen. Und er da aber auch durch sein übergroßes Ego, was sich dann wieder vors Herz schmeißt, oder ne, nicht kommunizieren kann mit dir, also nicht auf Herzebene. Das ist natürlich nicht so gut. So, das, diese Karte nehmen wir als letzte Karte hier unten. Könnt ihr die überhaupt sehen? Ja, wenn ich sie bewege. Genau. Und jetzt gucken wir mal die eure Kopfbereiche. Ich muss hier mal rüber. Tut mir leid. Den Kopfbereich, was da bei euch los ist. Und ah, okay, zwei der Münzen und der König der Stäbe. Bei ihm sind die zwei Münzen gefallen im Kopfbereich. Das heißt, da ist der Groschen gefallen. Ach, meine Lieben, ne? Oder? Zwei sogar. Aber das ist eben diese Unentschlossenheit, die hier auch liegt. Und diese Wankelmütigkeit und dieses, ach, ich bin ein kleiner Felu, ich teste mich, obwohl er das überhaupt nicht will. Oder irgendwie, also er will sich gar nicht testen, sondern er braucht einfach Anerkennung. Das ist die Zufuhr von außen. Leicht narzisstische Züge nehme ich da auch wahr. Meine Lieben, passt da gut auf euch auf. Aber jetzt nicht so, dass es jetzt krankhaft wäre oder so. Ich darf ja sowieso nicht über Gesundheit oder Krankheit reden. Ich sage nur das, was hier energetisch ein bisschen ist, ne? Oder liegt. Und genau. Da ist bei ihm ist der Groschen gefallen, er weiß, was er will, aber er kommt noch nicht so richtig an seine, ja, an den Ausgleich. Er braucht ganz viel Ausgleich und er ist da sehr experimentell gerade, vielleicht auch unterwegs und verliert dabei manchmal ein bisschen an Verantwortungsbewusstsein in sich, ja, oder auch einer Beziehung gegenüber. Und das ist natürlich nicht so gut. Und das darf er noch lernen, ja. Und da ist eben dieser Ausgleich zwischen männlicher und weiblicher Seite wichtig. Entschuldigung. Hupsi. Also, und bei dir liegt der König der Stäbe. Das ist eine männliche Energie, das ist er. Du bist schon ziemlich on fire für ihn, ne? Also wirklich, du brennst schon sehr für ihn, dein Gegenüber. Bist sehr verliebt und voller Leidenschaft. Und möglicherweise entfacht er auch deine Leidenschaft auf Ebenen, die du vielleicht lange nicht mehr gespürt hast. Und das ist auch etwas ganz Deutliches wahrzunehmen, was er wirklich auch ausstrahlt und was zwischen euch ein großes Thema ist, und zwar die Leidenschaft, die Erotik. Und das ist aber auch gut. Das hat auch seine Berechtigung, ne, meine Lieben. Vielleicht bist du ein Feuerzeichen und dein Gegenüber ist Erde. Ne? Schon wieder Feuer und Erde. Kann möglich sein. Oder andersrum. Es kann auch andersrum sein. Denn ihr wisst ja, die Planeten, das aktuelle Horoskop, was über dein dein Geburtshoroskop geht, ne? Das kann, da kann sich viel gerade gegenüberstehen in Opposition, miteinander kann es verbandelt sein oder eben auch kann sich ballen in einem Haus oder in einem Thema, was dich betrifft. Und deswegen kann sein, dass du gerade sehr feurig bist und dein Gegenüber gerade mit der Erde, mit dem Erdelement zu tun hat, ne? So, also hier ist ganz viel Feuer in dir zu sehen, ganz viel Leidenschaft, ganz viel Neues, was du ergründen möchtest. Und das passt auch gut zum Vollmond im Schützen, ne? So. Und da darfst du ganz viel Neues, Schönes erleben. Jetzt, da kommt viel Schönes auf dich zu. Und du machst dir auch Gedanken über neue Themen in deinem Leben oder etwas, was du neu oder was du noch nie für dich ergründet hattest, erlebt hast und jetzt eben da deine Komfortzone verlässt und Neues versuchst. Das gefällt mir sehr gut. Und dir begegnet dann auch Neues, ne? So, meine Lieben, ich drehe jetzt. So könnt ihr sehen, den ganzen Stapel in eurem Herzbereich um und dann gucken wir bei deinem Gegenüber. Und ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt. Schon wieder der Ritter der Kelche. Das ist doch nicht wahr. Also, ihr liebt euch sehr. Es fließt sehr viel, ja, sehr viel Gefühl, Geborgenheit. Und es knistert zwischen euch. Die Luft zwischen euch knistert. Das spürt man. So, und die Rose ist lustig, ne? Wie so der Bachelor, der die letzte Rose verteilt. Ja. Ja, das wünschst du dir, dass du diese letzte Rose bekommst, sozusagen. Und er wünscht sich das gleichsam auch von dir, ne? Und
Ja, ihr habt wirklich eine sehr schöne Verbindung, das muss ich wirklich sagen. So. Und aber auch sehe ich, dass auch du etwas in deinem Energiesystem hast, wo du dann noch nicht so ganz ausgereift bist, was noch nicht so ganz, was du noch nicht ganz erfahren hast. Es gibt Dinge in der Liebe, schöne Dinge natürlich nur, die du noch nicht erfahren durftest. Und das ist vielleicht jetzt der Moment. Also der Moment ist vielleicht jetzt da, dass du das erfahren kannst. So, oh, die Gerechtigkeit. Sehr interessant. Das ist das Herzchakra, wie ihr seht. Ne? Und das heißt, du musst eine Entscheidung treffen. Tja, so ist das, meine Lieben. Ne? Das ist nicht so leicht. Da möchte etwas in dir, da verlangt in dir etwas nach einer Entscheidung. Und ich spüre, und das ist wirklich auch gar nicht lustig oder so, aber es ist wirklich schwer. Ich spüre das nämlich bei einigen, die jetzt sagen, oh, genau, so ein Mist. Ne, sie hat es erfasst, so also ungefähr. Und bei deinem Gegenüber ist das ebenso. Das hat was mit männlicher und weiblicher Energie in dir zu tun, in dir selbst, mit deiner Weiblichkeit annehmen können, auch geben können und eben der Männlichkeit, ne? Und dem Durchsetzen von Themen, von dir, von deinen Gefühlen. Ja, vielleicht auch das durchzusetzen, was du Neues beginnen möchtest, ne, was hier oben im Kopfbereich liegt. Du darfst eine Entscheidung treffen. Bei ihm geht es ganz viel auch um Stabilität, auch um Beruf und um Finanzen. Ja, das ist deutlich zu sehen. Und natürlich, so wie, also nebenbei, natürlich das Wichtigste ist natürlich euer Gespräch, eure Verbindung und dass er sich löst von ihr, von der Schlangenenergie hier. Und du musst dich aber auch von irgendwas lösen. Du hast hier immer noch Themen aus deiner Vergangenheit, und zwar deiner Ursprungsfamilie, möglicherweise Vaterthemen. Ja, so, da gucken wir mal weiter. Suchtverhalten, Abhängigkeit. Oh, das ist natürlich, ja. Das ist es. Du bist auf der Suche. Eine Sucht ist ja immer eine Suche. Wie gesagt, ich darf nicht über Psychologie oder Krankheit und Gesundheit reden. Ich sage, ich werde das nur energetisch beleuchten. Und das ist eine Suche. Und ich sehe im Energiesystem hier, dass du vielleicht versuchst, deine Sinne etwas zu vernebeln mit was auch immer. Mit Gedanken, mit äußeren Dingen, vielleicht auch mit, ja, mit irgendeiner Art von Ablenkung, so wie er das auch tut. Ne, das ist eine Ablenkung und eine Suche nach etwas und du hast immer noch nicht ganz ergründet, wo denn die Ursache deines, ich sage jetzt mal Problems, obwohl Problem immer gemein ist, oder deiner Blockade ist. Ja? So. Und da fällt die Karte runter und es kommt das innere Kind zum Vorschein. Und das wollte ich gerade sagen. Es geht um dein inneres Kind, was hier wirklich energetische Heilung bedarf. Und ich lese euch mal vor, was hier steht. Dein inneres Kind braucht Zuwendung von dir. Schau dir an, welcher Seelenanteil verletzt ist und zurück nach Hause will, um ein Stück mehr in die Ganzheit zu finden. Lebe deine Kreativität, tue etwas, was dir Freude macht, lache herzhaft und sei albern. Die Energie der Leichtigkeit öffnet dir Türen. Affirmation: Mein inneres Kind ist vollkommen glücklich und geborgen. Ja, meine Lieben, das ist wichtig. Das innere Glück, das innere Kind. Schau genau hin, was verletzt wurde. Vielleicht hast du damals als Kind eine Trennung wahrnehmen oder spüren müssen oder hinnehmen müssen, vielmehr. Oder eine, ja, eine Verletzung deiner Weiblichkeit oder einfach, dass das Selbstvertrauen in dir zerstört wurde. Ja, das kann möglich sein. Ach, meine Lieben, es ist traurig. Ich spüre da gerade einige, die wirklich auch, ja, die vielleicht sogar weinen jetzt, weil sie genau wissen, was gemeint ist, welche Situation. Und wenn dem so ist, meine Lieben, meldet euch bei mir. Ja? Ihr seid nicht alleine. Ich versuche mit meinen Fähigkeiten nach Möglichkeit für euch da zu sein, wenn ich das kann. Ja, ich blende euch da nochmal meine Infos ein.
Ach Mensch, seid nicht traurig, ja? Wir versuchen gemeinsam da durchzugehen. Ja, wir schaffen das. Okay, ich drehe mal seinen Stapel um. Stagnation. Ja, als ob ich es nicht vorausgechannelt hätte, ne? haben wir ja. Ja, guck mal hier. Die Stagnation. Ja, na klar, da brauche ich gar nichts weiter zu sagen. Er ist gerade im Rückzug in, er hat Angst. Hier steht es, Angst vor Herausforderung, Verlust an Enthusiasmus. Und er ist gerade wirklich absolut nicht in der Lage, sich zu bewegen. Aber das ist ein innerer Wachstumsprozess der Erkenntnis, meine Lieben. Ne? Das muss jetzt fließen können. Und die Transformation geht vorwärts. So, und jetzt sehe ich auch wieder etwas. Das sind die 9 der Münzen. Ja, das ist natürlich eine wundervolle Karte, denn er liebt dich sehr. Er ist voller Liebe, voller Gefühl, aber auch voller Traurigkeit in deine Richtung. Er möchte dir ein schillerndes Leben bieten können und er ist großzügig und möchte dich glücklich machen. Ja, er möchte dich einfach glücklich machen und er fühlt sich mit dir reich und gefüllt mit Liebe und Zuwendung und er spürt auch, dass er genau diese Augenblicke, also in diesen Augenblicken, wo ihr euch seht, miteinander seid oder auch im Kontakt seid, wirklich in eine heilende Entwicklung energetisch begibt, ja? Bube der Kelche. Also das gibt's doch nicht. Dauernd Ritter der Kelche und Bube der Kelche. Also jetzt ist schon wieder hier der Bube der Kelche. Ich sag ja, er ist in sich. Er möchte die Liebe mit dir leben und eine Beziehung eingehen, eine Verbindung schaffen, eine Familie gründen vielleicht sogar. Also wenn da Kinder nicht mehr Thema sind, kann das auch sein. Einfach Haus bauen, Garten, Auto und Tiere. Ne? Das kann sein. Das kann auch eine Familie sein. Einfach eine Seelenfamilie auch. Ne? Oder wenn ihr Kinder habt, eine Patchwork-Familie. Oder wenn die Kinder schon groß sind, ist ja trotzdem Familie. Ne? Also eine Einheit bildet man ja auch, wenn die Kinder schon 40 sind. Das ist ja egal. So, und ja, er ist aber doch noch ein bisschen unreif. Wie gesagt, die göttliche Erkenntnis muss noch fließen und zwar das Ego muss hier bearbeitet werden in ihm. Das ist wirklich schwierig. Und auch er neigt dazu, sich zu verlieren und in die Suche, sage ich es mal, zu gehen und sich auch zu verstecken. Und jetzt steht hier reumütig und auch fremdgehen. Ja, vielleicht hat er, vielleicht ist das eine Dreieckssituation oder eine Vierecksituation sogar. Und er ist, es tut ihm sehr leid, was passiert ist, vielleicht auch seiner Frau gegenüber. Das kann ja möglich sein, er ist ja kein Unmensch, ne? Und hat ja auch Gefühle, selbst wenn er die Frau nicht mehr liebt oder mit der auch keine Zukunft sieht, wie auch immer, kann er ja trotzdem Reue empfinden, ja? Und es ist ja, er ist auch ein bisschen ratlos, ne? Er weiß nicht genau vor und zurück und die Situation ist verfahren. Naja, und jetzt guckt mal hier, meine Lieben, die Selbstliebe, ne? Als hätte ich es selber rausgesucht. Ja, sich annehmen und akzeptieren, eigene Stärken und Schwächen lieben, so bin ich so und so bin ich richtig. Ne? Ja, er muss sich selbst lieben lernen und mit all seinen Themen annehmen und anerkennen, egal was da passiert ist, wie er, vielleicht hat er auch irgendwie körperliche Mängel, wo er dann denkt, oh, das ist nicht liebenswert genug oder das reicht dir nicht, ne, wie ich vorhin sagte, da darf er sich lieben und ja in die Erkenntnis auch gehen. Ja? So, meine Lieben, jetzt die letzten 3 Karten hier, einmal unten 2 in eurem Wurzelbereich und das ist der Bereich, wie es auch weitergeht. Da bin ich gespannt. Oh, nein, guckt mal bei ihm. Da kommt bei ihm die 10 der Kelche. Das ist eine der höchsten Liebeskarten im Tarot. Und bei dir kommt der König der Münzen. Ja, ihr braucht von ihm Verlässlichkeit. Und er braucht auch deine Verlässlichkeit. Dann ist das euer Thema. Die 10 der Kelche. Eine Familie, Fülle, Reichtum, Energie, einfach Lebensfreude und eine wundervolle
Zweisamkeit, eine wundervolle Zukunft. Denn ihr seid ein gutes Team, ihr passt sehr gut zueinander und das wünscht er sich. Das wünscht er sich, dass das kommt. Und du darfst hier Stabilität ihm auch geben, aber auch wünschst du dir Stabilität von ihm natürlich. Ne? Er ist dein König, du möchtest an seiner Seite sein, er soll an deiner Seite sein und ihr müsst euch aufeinander verlassen können, ja? Und was wichtig ist, das hat auch, wie gesagt, etwas mit deiner inneren Männlichkeit zu tun und dem männlichen Thema, was du hast. Ne? Das darf auch noch erst in die Verarbeitung gehen. Und da würde ich dich gerne bitten, dich gerne bei mir zu melden, wenn du möchtest, damit das bearbeitet werden kann, verarbeitet werden kann. Ja? Du brauchst da Klarheit. Und Sicherheit in dir und auch Ehrlichkeit, ja, ihm und dir gegenüber. So, das ist eure Verbindungskarte. Die wollte auch noch unbedingt fallen und das sind, die 6 der Stäbe. Meine Lieben, die 6 der Stäbe, das ist eine Erfolgskarte. Das heißt, nach langem Kampf wird's endlich gut und ihr könnt friedlich und sorglos miteinander sein. Ohne, ich sage jetzt mal ganz fies, Störfaktoren, ja, energetisch gesehen natürlich. Und dafür müsst ihr aber auch euren Selbstwert ein bisschen aufbauen, ne? Der Selbstwert, hier, das ist der Solarplexus da oben, den müsst ihr aufbauen. Und das geht, also wirklich aufbauen, und das heißt männliche und weibliche Seite in ihm vereinen und du auch, und du darfst dein Vaterthema hier nochmal anschauen und ja, erkennen, was du heilen darfst energetisch, ne? Ach, meine Lieben, ja, da ist einiges im Argen, aber es ist nicht unmöglich, eigentlich ist gar nicht so vieles, ne? Aber es ist halt, also euer Thema, dein Thema ist natürlich jetzt schon ein bisschen, da spüre ich schon, das ist schon gar nicht so ohne, ne? Ich blende euch hier meine Kontaktdaten nochmal ein und dann räume ich mal den Tisch auf. So, und ja, melde dich bei mir, wenn ich dich unterstützen darf. Das möchte ich dir sehr ans Herz legen, denn ich sehe hier wirklich einiges an Blockaden in dir, also vor allem im Sakralbereich und auch im Herzbereich und bei ihm eben auch also die Verstandesseite, ne? Das Ego ist schon sehr massiv. Also wirklich, da darf einiges in die Verarbeitung gehen. So, meine Lieben, jetzt freue ich mich, ihr habt schon gehört, jetzt mische ich die Karten von Heike Bender und lese euch die wundervolle Botschaft vor. Und wisst ihr noch, welche Botschaft wir letzte Woche gezogen haben, letztes Mal? Und zwar war das die leise Ahnung. Und ja, die drehen sich schon um, die 2 Karten. Und ja, was war denn da eure leise Ahnung in der letzten Woche? Was habt ihr denn für euch ergründen können? Was habt ihr festgestellt vielleicht? Wo seid ihr auf Vertrauen gestoßen in euch und in eurer Umgebung? Und ja, was ist geschehen mit der leisen Ahnung? Habt ihr euch vertrauensvoll der göttlichen, geistigen Welt in die Hände gegeben? Oder hast du auf deine innere Stimme auch gehört? Ja, was hat sie dir gesagt? Welche Ahnung hattest du? Welche Vorahnung? Positiv natürlich. So, meine Lieben, jetzt bin ich gespannt, welche Energien uns die nächste Woche begleiten und zuteil werden und wie uns die göttliche, geistige Welt unterstützt. Und ihr geht jetzt ganz in die Entspannung, atmet tief durch. Schließe gerne die Augen. Ach, und dann werde ich eure Energien so aufnehmen. Hier. Und hier arbeitet sehr gut mit. Es wird aber sowas von heiß. Die Energien, die fließen hier. Na, und dann ziehe ich eine Karte fürs Kollektiv und bin schon ganz gespannt, welche Energien uns begleiten dürfen. Wow, da kommt sogar die Sonne raus. Diese ist es hier. Die Karte ist es. Die war ganz eindeutig schon direkt zu Anfang. Und
Ja, ich würde sagen, ich drehe die Karte jetzt direkt gleich um und dann mache ich es uns hier schön und lese uns die Botschaft vor. Okay, los geht's. Ich bin gespannt. Aus Liebe zu dir, meine Lieben, schaut mal, schon wieder. Ja, es könnte wieder nicht besser sein. Es geht um die Selbstliebe. Darum, ja, nicht über deine Grenzen zu gehen im negativen Sinne, aber dich auch neu zu erfinden, wenn du das willst. Ach, ist das traumhaft. Es ist traumhaft, so wundervoll. So, meine Lieben, ich bin glücklich aus Liebe zu dir, ja, die Selbstliebe. Ne? Und das geht natürlich auch euer Gegenüber. Benötigt auch Selbstliebe, ja, und ganz viel Kraft und Schutz und Aufarbeitung auch, ne? Also Aufarbeitung seiner Altlasten. Ne? So, ich muss mal hier in der Kamera ein bisschen näher gucken und ich sehe nämlich sonst nichts. Es ist nämlich sehr hell gerade. Das sieht doch schon ganz schön aus, mein Lieben. Das habe ich ja schnell hingekriegt. Okay, dann entspannt ihr euch und ich lese die wundervolle Botschaft vor. Die Selbstliebe, die Selbstfindung und sich Zeit für sich zu nehmen. Aus Liebe zu dir was du tust, tue es aus Liebe zu dir. Ganz gleich, was du tun möchtest, tue es einfach. Ja, tue es aus Liebe zu dir. Für dich. Sei dir bewusst, du bist ein göttliches Wesen und wunderbar. Du bist es wert, geliebt zu werden. Was du tun möchtest, aus unendlich göttlicher Liebe zu dir. Meine Lieben, welch zauberhafte Botschaft. Ich hatte übrigens das grüne Klangspiel gerade erklingen lassen. Es hatte sich wieder selbst ausgewählt. Und ja, tue alles, was du tust, aus reinster göttlicher Liebe zu dir. Denn du bist göttlich, ein göttliches Wesen. Und das darfst du niemals vergessen. Du bist wundervoll. Ja? Und du bist perfekt. Lasse es dir gut gehen, das ist so, so wichtig. Gerade in dieser schnelllebigen Zeit, ne? Da sind wir wieder bei meinen Worten vom Anfang. Es ist so schnelllebig und nimm dir Zeit für dich. Und auch wenn andere manchmal sagen, nee, das macht das besser nicht, wenn du spürst, es ist gut für dich, es tut dir gut, tue es.
Ach, meine Lieben, ich hab euch so lieb. Das habe ich heute noch gar nicht gesagt, ne? Ein Küsschen für euch. Ich trinke jetzt noch einen Schluck Tee und dann nehme ich euch mit zu meiner Hangdrum und werde die Energien des Vollmondes bzw. des Neumondes, aber jetzt die kommenden Energien des Vollmondes morgen am Sonntag für euch schon einmal aktivieren bzw. euch darauf vorbereiten und euch schützen, euren Herzbereich schützen und ja, auch die Selbstliebe ein bisschen hervorholen. Und genau, ich nehme euch mit und verabschiede mich dann am Ende nochmal, meine Lieben, ja? Ach, ich habe euch so lieb. Okay, ich gehe los. So, meine Lieben, ich bin bei meiner Hangdrum angekommen und spiele jetzt für euch. Genießt es, lasst die Energien um euch herum schwirren, fließen, badet richtig darin, bettet euch ein, kuschelt euch richtig darin ein, nehmt sie in euch auf, lasst sie durch euch hindurch fließen und schaut mal, was ihr so wahrnehmt dabei. Ja? Okay, los geht's. Während des Hangdrum-Spiels, dass es wirklich um euer inneres Kind ging. Es ging spielerisch darum, euch zu schützen, das Herz zu heilen. Und es war fast, als es war wirklich diesmal ganz besonders intensiv.
Oder anders, ein bisschen anders. Denn ich habe wirklich gesehen oder also durch die Klänge gesehen, wie ein kleines Kind mit Murmeln spielt und diese Murmeln schießt und rollt und diese Murmeln rollten immer weiter und weiter und das Kind rannte hinterher und es ist alles beschützt und gut und doch kam es nirgendwo an. Und diese Reise, diese innere Reise und die Murmeln, also genau, Entschuldigung, mein Lieben, die innere Reise war da sehr deutlich zu sehen und die Murmeln, die eckten manchmal an, hörten auf zu rollen, dann nahm sich das Kind neue und es rollten weiter und das Kind spielte ganz fröhlich mit diesen Murmeln eben, rannte immer wieder hinterher und nahm neue Murmeln und schob manche Murmeln auch wieder an, die nicht mehr im Fluss, im Rollen waren. Und das war wirklich sehr interessant. Ich habe euch ganz stark im Herzbereich auch geschützt und aufgebaut und eben das innere Kind spielerisch mit euch nochmal verbunden und ganz große Freude und Geborgenheit fließen lassen können über die Hangdrum. Und das war jetzt wirklich sehr, sehr schön, meine Lieben. Ich hoffe, ihr habt das auch so wundervoll wahrgenommen und aufnehmen können. Und tragt euch gerne noch ein für das kommende Vollmondritual morgen. Und ja, meldet euch bei mir, wenn ich etwas für euch tun darf. Schreibt mir per E-Mail an deinekartenlegerin@ymail.com. Gerne über meine wunderschöne Webseite, die ihr so liebt, www.kartenlegerinsimone.de oder über Facebook und Instagram. Und ihr findet alle meine Kontaktdaten auch unter dem Video und ich habe es ja auch immer mal wieder eingeblendet. Ne? Könnt ihr auch zurückspulen und euch das abschreiben. Meine Lieben, ich freue mich so sehr immer wieder auf unseren Samstags-Event da. Das ist so wundervoll, hier mit euch sein zu können, Zeit verbringen zu dürfen. Und ich habe euch sehr lieb und bin euch sehr dankbar. Meldet euch bei mir, kommt gut durch die nächste Woche und ich habe euch sehr lieb. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, eure Kartenlegerin Simone. Tschüssi, ich habe euch sehr lieb. Tschüssi, eure Kartenlegerin Simone. Tschüssi.